Bremen die erste. So. Jetzt machen wir mal eine Führung. Wir befinden uns in Bremen. Naja, in der Nähe von. Schick. Stimmt. Ja, ne? Stimmt. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das ist Bremen! Wichtig, die Hinweispfeile. Achtung, Capitano. Jetzt kommt der. Capitano, alle grüßen. Wunderschönen guten Morgen, der Herr. Herr Frischbier. Ja. Das ist er. Das bin ich. Elfried. Das ist er. Wir folgen weiter den Pfeilen. Robert. Ach, in der Bremer. Original Bremer. Ja, ich dachte, das werden wir noch sehen. Einer der Stadtmusiker. Jetzt gehen wir mal zu den Schildern. Schau mal, die Schilder. Die Schilder. Der wichtigste Mann. Das ist nicht die Bühne, aber das ist der Martin. Das ist natürlich, ja, da Martin muss man ist sagen. Einer, der ziemlich helle ist. Quatsch. Aladin, das bräuchte man eigentlich nur. Das war doch der Typ mit der. Der an der Lampe rieb wie verrückt. Ja, genau. Ja. Das war praktisch ja, genau, der erste DJ. wenn man so will. Leider kam nur Rauch und heiße Luft wie bei so vielen anderen DJs. Ich versuch's dann einfach mal mit der Bierflasche. Na klar. Ja. Das ist unser Backstage. Das ist normalerweise der Kühlraum. Also wenn wir jetzt mal. Ja? Und außerdem ist er nicht ganz dicht, so wie man sieht. Aber es passt schon. Das ist für uns völlig okay. Na, da sind wir nicht so. Da machen wir mal den Kühlschrank auf, der gar nicht aufgeht, weil er zugesperrt ist. Dafür ist nichts drin. Also er muss auch nicht aufgehen. Ja, jetzt. Uiuiui. Oh. Und wie der riecht, den machen wir wieder zu. So, Feuerlöscher. Alles super. Also uns kann nichts passieren. Ha? Mensch, du. Ja, das sind die Treppen noch mit richtigem Ochsenblut eingeschmiert worden. Ach, jetzt sind wir schon wieder im Bernsteinzimmer, im zweiten. Also in Bremen ist ganz schön, da muss man sagen, Bremen geht's gut. Da kann man, na, schau mal, die haben hohe Decken, also höhere Decken als alle anderen. Praktisch genau der blaue, blau-orange Salon. Blau, irgendwie anders. Ja, genau. Ja, also praktisch. Genau. Ja, genau. Ist eigentlich genau dieselbe Farbe. Das Blau ein bisschen dunkler und in Grün. Dann. Ja. Sag, so gehst du doch mit der Waffe nach Haus. Na, da ist sie. Mensch, schau hin. Doro, es gibt keinen Saal. Ach so, da ist sie. Die ist überall. Aha, Garderobe. Also nicht unsere. Oh, geiler Kronleuchter. Ja. Ja, jetzt sind wir bei rund mit unserem Rundgang. Jetzt geht's erst richtig los. Okay, uiuiui. Kommen zu den wichtigen Sachen, die stehen da hinten im Eck. Ah, die Dora, die Schau, da ist sie schon wieder, das ist ja nicht zu fassen. Also. Wow, das schaut aus wie ein Lampenfachgeschäft. So,
So, und jetzt kommen wir wieder bei dem Fall raus. Der Rundgang ist beendet. Jetzt, dafür scheint die Sonne. Schauen wir mal, Vorsicht, Kamera. Miami Beach. Ah, jawohl. Da kann man sagen, was man will. So, Palme macht gleich 3 Grad wärmer. Gefühlte 3 Grad. Ich schwitze schon jetzt ein bisschen. So. Die nächste Palme, gut, die ist nicht ganz so frisch, aber egal. Ich zähle bloß 1-1-1-1-1 und dann, wenn man 1 verrutscht, dann... Der Micha hat es gerade eben ganz schön versiegt, der hat mir ein Hi-Hat gegeben, was kein Hi-Hat war. Ich habe praktisch 5/4 1 und das hat den Heli so angemacht, dass er gleich auf 7/8 umgeschwenkt hat. Saufen, jeden Tag nur saufen.